Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. So, wir sind auf Titanium-Jagd, hören im Hintergrund immer das schöne, liebliche Gesänge von Leviathan, wie es ausschaut. Komm her. Wart, wie? Flüssigkeitsaufnahme, dann saufen wir halt einmal was, ne? So, habe ich jetzt Platz, bitte? Für eines, Dreck. Ich werde mal was essen. So, jetzt müsste alles Platz haben. Perfekto. Ich bin mir echt unschlüssig, wo wir wohnen sollen. Ich habe keine Ahnung, wie weit es von da bis nach da ist. Es ist auf jeden Fall da, von da näher. Andererseits, da war halt keine schöne Umgebung, finde ich, ne? Aber vielleicht sollte ich mich bewusst... Wie schauen wir mit dem Quest aus? Warte mal. Nicht Bilder, Aufzeichnungen. Da waren wir zum Schluss bei der Aurora, glaube ich, ne? La 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 la. Jo, hoppala, falsche Taste. Ich bin mir echt unschlüssig, wo ich bauen möchte. Wir haben jedenfalls schon mal irgendwo, glaube ich, in der Richtung da drüben angefangen, Sauerstoffrohre zu bauen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Da drüben rüber waren es über 1000 Meter, glaube ich. Also einen Kilometer, glaube ich, zum Schwimmen, oder? Zwischen da und da drüben. Glaube ich, ne? Also bei der Insel. Wo ist sie denn? Da irgendwo da drüben. Es wäre halt schon vernünftig, da drüben zu bauen, glaube ich. Weil von da nach da können wir eh noch mit dem Gleiter schwimmen. Und da drüben haben wir halt noch gar nichts entdeckt. Ich sollte weniger labern und endlich mal was bauen, ne? Wieso rede ich so viel? Ich tue es jetzt einfach mal. Ich nehme auch gleich mal meinen Seegleiter und würde sagen, schwimmen wir mal hin. Was habe ich denn zum Verlieren? Nix, oder? Ich muss nur schauen, dass ich jetzt nicht unbedingt in einem Viech reinschwimme. Ich muss mal schauen, in welche Richtung. Ich glaube, so passt das schon. So. Machen wir mal. Schwimm, 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 schwimm. Weil so eine Base wäre halt schon nicht schlecht. Vor allem, wenn wir Solarhärten haben tun. Jetzt habe ich das Blei vergessen, ne? Mie! Ich hätte keinen Platz. Ich bin dumm. Weil normalerweise muss man immer ein Fundament bauen, oder? Scheiße. Scheiße. Normal muss ich immer ein Fundament bauen, ne? Bevor man ein Haus draufstellen kann. Also zumindest wäre es dann bei unserem Haus so, dass wir in Bälde, in circa einem Jahr, in Auftrag geben werden. Wollen. Ich hoffe, das funktioniert. Da braucht es halt auch ein Fundament, ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass man zuerst ein Fundament bauen muss und auf dem Fundament drauf kannst du dieses Depp der Röhrl stellen, ne? Also zumindest alles, was die Base schützt vor Umwelteinflüssen, sag ich mal so, ist, glaube ich, unser Vorteil. Also gehen wir schnell das scheiß Blei holen. Kupfer scheinbar nicht dringendlich zu brauchen, das werde ich dann gegen das Blei eintauschen. Mann, ey, das werde ich wieder super hinbekommen, echt. Wenigstens haben wir unseren Seegleiter hier, da geht das Ganze ein bisschen schneller. So, gleich sind wir da. Ich glaube, drinnen habe ich ein bisschen was gebunkert in der Rettungskapsel. Bilde ich mir ein. So, platsch und zack. So, und in diesem Falle können wir vielleicht auch noch Dingsbums mitnehmen. Blei haben wir da. Genau, unten wären noch zwei. Ich tausche es jetzt mal gegen Kupfer. Ist wahrscheinlich ein Föhler. Aber wir müssen sowieso...
höchstwahrscheinlich noch sehr oft hin und her schwimmen, bis wir unser ganzes Lager hier oder zumindest die Bauteile hier drüben haben. Also, das wird sowieso. Ich glaube, das werde ich vielleicht sogar machen, wenn es ihr nicht zuschaut. So, unsere Behältnisse. Drin war, glaube ich, auch noch irgendwo Blei drin. Ich glaube, hier. Ja, richtig erraten. Dafür tun wir das tauschen gegen Kupfer. So. Das müsste reichen für zweimal Fundament und dann drauf ein Röhrl stellen. Das müsste funktionieren. So, ein weiterer Versuch, ne? Wir sind durstig. Das könnte ich auch noch vorher machen. So, einmal noch schnell trinken. Mit Essen muss ich jetzt vorsichtig sein. So, jetzt nochmal. Und jetzt aber anständig. So. Also, jetzt schaue ich mal, wie weit es dann von da bis da weg ist. Ich glaube, das waren schon 1000 oder 2000 Kilometer, genau. Meter wollte ich sagen. Das ist schon ein Stück. Es wird sich auf, sicher auf lange Sicht, wird es sich, glaube ich, rentieren, hier was zu bauen bei der Insel. Glaube ich. Weil ewig in einer Rettungskapsel hausen, werden wir wahrscheinlich auch nicht können. Beziehungsweise wäre es auch schön, bevor wir an Altersschwäche sterben, wieder auf die Erde zurückzukommen, ne? Also weg von dem Planeten oder hier eine Zivilisation aufzubauen. Sind wir dann sowas wie Aquaman? Wahrscheinlich dann, ne? Vielleicht wachsen uns irgendwann mal solche Schwimmhäute. Schlecht wäre es nicht. Sollte sich der Mensch vielleicht sogar tatsächlich überlegen, dass wir gegen Hitze und gegen massive Wasser gerüstet sind. Von Natur aus, ne? Also sprich erhöhte Hitzeverträglichkeit, sparsame Lebensmittelaufnahme wie so ein Chinchilla, dass man auch von getrocknetem Heu leben kann zum Beispiel. Wasser. Resistent, dass wir nicht ersaufen, wenn wir jetzt im Wasser schwimmen. Das wäre sicher nicht so schlecht, weil ich glaube, so wie wir hier die Welt sehen, eigentlich nur mehr aus Wasser bestehend, wird auf kurz oder lang auch uns treffen. Jetzt, wo der Regenwald auch so gut wie vernichtet ist, ja, dank der Menschheit, ne? Ja, wir sind übrigens alle schuld. Alle. Jeder einzelne von uns ist schuld, dass der Regenwald abgeholzt wurde, beziehungsweise jetzt niedergebrannt wird. Weil wir alle billiger essen wollen, beziehungsweise viele auf uns nicht auf Fleisch reduzieren können, nicht verzichten, das will ich gar nicht behaupten. Aber wenigstens, dass wir sagen, nur zwei bis dreimal Fleisch in der Woche ist genug. Und der Fleisch fällt übrigens auch Faschiertes und Wurst. Man will es nicht wahrhaben, aber ja. Und ich muss auch sagen, es gibt sehr viele vegetarische Gerichte, die oder vegane Gerichte sogar, die was echt sau lecker schmecken, muss ich wirklich sagen. Sie hat sau gesagt. Ja. Man kann's, man soll sogar auch Tofu essen können. Es muss nur richtig zubereitet werden. Das könnte auch ein Grund sein, warum es bei mir nicht funktioniert. Also, dass es gut schmeckt. So, jetzt sind wir wieder da. Ich muss nur aufpassen, irgendwo gibt es wieder diese ekelhaften Viecher. Ich möchte jetzt mal. Geht's nicht? Achso, Licht. Entschuldigung, ich wollte das Licht jetzt nicht so. Ich wollte das. Herrschaftszeiten. Das will ich haben, genau. Ich puste da gerade. Moment, ich tue das Mikro ein bisschen weg. So, ich hoffe, das ist besser. Ich will bauen ein Fundament. In der Luft. In der Luft. Also ist das ein schwimmendes Ding? Ah, über Wasser Dingens. Ah, so. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte nämlich echt, man müsse zwingend das heißt, ich kann das gar nicht. Warte mal. Ich muss mal kurz auftauchen mit Luft und so. Das heißt, ich kann das jetzt. Was will ich denn da oben? Ich will da unten. Irgendwie.
Ich glaube, irgendwie will das nicht so, wie ich das will. Und ich habe keine Ahnung, wie es gehört. Kann ich das im Nachhinein noch drehen? Wahrscheinlich nicht. Kann ich jetzt schon drauf stehen? Tatsächlich. Okay. Gut. Dann hält man das schon mal, ne? Und wie schaut es jetzt aus mit diesen... Aha, die Röhren würden auch im Wasser so... Oder wie? Ich habe jetzt ein Fundament gebaut. Warum? Oder muss ich das noch... Muss ich da noch was machen? Konstruieren. Ach so. Ach so. Das ist nur der Bauplan. Dekonstruieren mit Quä geht auch wieder. Okay. Aha, gut. Das hätten wir jetzt schon einmal. Okay. Schaut ja nicht so schier aus, ne? Gut. Jetzt möchte ich gern sowas eigentlich irgendwie haben. Falls möglich. Schaut das schier aus? Ich hätte es mir weiter da drüben machen sollen, hä? Kann ich das... Warte, ich versuche mal. Ich muss ja üben. Kann ich das... Kann man jetzt da... Mit Quä? Ah, oben bleiben. Tatsächlich, man kriegt die Materialien wieder zurück. Geil! Okay. Ich mag das Ding. Okay. Gut. Ich will das mehr ins... Oh, das geht nicht. Warum? So weit ins Wasser darf ich nicht. Da geht's wieder. Da nicht. Da geht's wieder. Ja, ist das jetzt die Logik, oder? Na gut. Dann... Ich glaube, das wird hässlich. So. Es ist mein erstes Mal, dass ich hier was baue, okay? Also, habt Rücksicht und Gnade mit mir, okay? Bitte. So. Gut. Ich hätte zwar dann die Höhe bauen sollen, oder? Egal. So, also, ein weiteres Mal. Ich würde gern... Soll ich gleich mit sowas anfangen? Wenn es geht, auf dem Fundament bauen. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. Ich habe keine Ahnung, ob das, schön wird. Okay. Wie kann ich da jetzt rein? Huch. Kann ich überhaupt rein? Brauche ich überhaupt ein Fundament? Ist auch so eine Frage. Vielleicht brauche ich gar keins. Muss ich jetzt hier eine Tür bauen oder so? Ja, tatsächlich, eine Luke. Ah, ich verstehe. Okay. Habe ich jetzt noch Titan? Ja, habe ich. Ich kann also noch was bauen. Wie wäre es mit Anschluss auf... Ach so, das ist, wird so verbunden, nicht? Kann ich das nicht drehen? Ich dachte, schließt hier gleich an dem Rand an. Nicht so komisch. Drehen mit... Ah, so. Ja, das macht wieder Sinn, ne? Zack. Aber irgendwie wäre es mir unter Wasser lieber gewesen, ehrlich gesagt. Ich probiere mal was. Ich will abtauchen. Wie habe ich das jetzt wieder angestellt? So. Ich will es versuchen, ob ich nicht hier unten auch sowas machen kann, ne? Ich doch? Doch? Nein. Doch? Es würde schon gehen. Aber ich glaube... Nein. Ganz am Boden kann ich es nicht hinstellen, ne? Wie wäre es denn hier auf dem Felsen? Das wird schon wieder gehen. Hier so. Aha. Das ist interessant. Muss noch ein bisschen höher machen. So ungefähr. Oder wirklich ganz so? Ja, da habe ich Angst, dass der Felsen... Wow! Hey! Das gehört sich jetzt aber nicht. Da habe ich Angst, dass der Felsen dann
zu sehr. So. Ist nur mal ein Versuch. Ah, das wird sowieso höher. Ah, okay. Gut, dann brauche ich das dann nicht. Weil das schaut echt hässlich aus. Dann kann ich das kaputt machen. Juhu, habe ich ein Glück. Dann kriege ich die Materialien wieder zurück und dann passt das. Dann bauen wir das unter Wasser, wie ich es immer haben wollte. So. Zack, weg damit. Und zack, weg damit. Ich hoffe, das Gerät wird nicht hin. Na, ich glaube, wir haben Glück. Das Gerät wird, glaube ich, nicht hin. So, zack, her mit meinen Materialien. Und dann kann ich das nämlich so schön hier hinbauen. Das mache ich jetzt auch nochmal kaputt, weil es schaut echt schier aus. Dann kann ich das wirklich so schön hier am Sand hinbauen. Okay. Das sind so Dinge, die muss man wissen. Das geht halt nicht beim ersten Mal. So, also nochmal. Jetzt kann ich mein schönes... Ich muss mal da runter weiter. So, jetzt kann ich das richtig schön bauen. Hoffe ich. Ich möchte es zumindest versuchen. Also, so, ich würde sagen, so. Ist das gerade? Ich hoffe. So. Jo, so in der Richtung habe ich mir das vorgestellt. Da so im Eck. So ein bisschen geschützt von den ganzen Dingens da. Das passt schon. So, apropos. Aha. Gold. Ich wollte eigentlich kein Gold, ich wollte Salz haben. Wurst. Ist das jetzt schief? Na, das ist gerade, ne? Das gleicht, die Ständer gleichen das eh aus. Okay. Dann würde ich sagen, bauen wir gleich das dazu. Und hier auch nochmal. So. Genau. Gleich mal bauen. Zack. Und. Zack. Und hier auch, würde ich sagen. Ich hoffe, ich habe noch so viel. Ja. Na nü? Hä? Braucht das Ding jetzt Energiehammer? Ah, mir fehlt Titan. Ah, okay. Also zuerst hinstellen und dann... Okay, bauen. Alles klar. So, mir fehlt Wasser. So, Brust. Vital signs stabilizing. Ja. Lithium. Salz wäre jetzt halt schön. Aber das war, glaube ich, eher weiter oben. Wenn es es noch gibt. So, ein bisschen Luft holen zwischendurch. Blei. Silber. Platsch, platsch. So, hier haben wir Platz. Fast nichts mehr. Super. Batterie haben wir noch. Blei hätten wir da. Ich brauche aber Titanium. Au. Oh. Ja, Kreuz, Birnbaum. Was ist denn los hier? Finster wird es auch. Das ist nicht schön. Was brauche ich denn jetzt für die Luke? Für die Luke. Titan. Scheiße. Ich warte. Weißt du was? Ich mache das jetzt nochmal hin. Das da. Da kriege ich nur eins, gell? Nix gut. Da müsste ich zwei kaputt machen. Ist auch wurscht. Machen wir zwei kaputt. Gib mir her mein Titan. Und dann nochmal. So. Dann kann ich mir wenigstens eine Luke schon bauen. So. Ich würde sagen... Der Eingang ist hier, würde ich sagen. So. Kann ich jetzt bauen, muss ich sie noch? Jawohl. So, jetzt kann ich schon rein, ne? Yes! Emergency power only. Oxygen production offline. Sauerstoffproduktion. Ei, caramba. Okay. Außenelemente. Energieversorgung. Ah, ja, da brauche ich mal Energie auch. Also hier Quarz, Titan, Kupfer. Ja. Leitern, Innengeschichten, Fabrikator, das ist alles was anderes. Ne? Sonstiges sind die Möbeln. Also jetzt wäre es gut, Solar für Energie zu bauen und dann die Luftpumpen dazu. Ne? Das heißt, ich brauche nach wie vor Titan. Ich gehe wieder. Gut. Einen Schrank wollte ich mir noch bauen, stimmt. Da werde ich, glaube ich, noch so ein Teil abreißen müssen, damit ich wenigstens mal einen Schrankerl habe, ne?
Warte mal, ich nur Luft holen gerade. Was brauchte ich jetzt schnell für den Schrank? Wie viel? Der da? 2 Titan. Ja, wenn ich noch das eine drum da drüben kaputt mache, hätte ich genug. Dann kann ich mir einen Schrank bauen. Dann hätte ich deine, also die Bitte da auch schon erfüllt. Dann werde ich das nochmal kaputt machen, glaube ich. Weil das, ich wollte nur zum Angleichen, ob es funktionieren könnte. So, machen wir das nochmal kaputt. Passt, weil ich brauche eh nur derweil den da, das ist eh mehr als genug. Dann kann ich rein. Nur derweil hier dann den Kasten aufstellen. Der ist jetzt da hier. Ich werde gleich den großen Sprint. Den großen Sprint werde ich nehmen. Bin ich da so richtig oder muss ich das jetzt auch nochmal drehen? Na, das sollte so eigentlich schon richtig sein, ne? So. Ich glaube, ich muss mich drehen. So. Oh Gott, 3 Stunden später. So. So, ist das gerade? Ich habe keine Ahnung, ob das gerade ist. Jetzt weiß ich auch, warum das an der Wand beliebt ist zu bauen, weil hier ist so ein komisches Oval-Ding. Das ist eh nur für derweil. Das ist eh nur für momentan, dass wir schon mal unsere Sachen bunkern können. So. Und zwar, den Metallschrott haue ich da mal rein. Ja, der hat echt ordentlich Platz. Bin ich entzückt. Das Blei bleibt da, das Kupfer, Titan haben wir noch eins übrig. Gold, Lithium. Batterie nehme ich mit. Einmal Medikit und einmal Futtern. So. Passt. Nice, gefällt mir. Haben wir schon mal was da? Schaut gar nicht so schlecht aus, das Ding. So, jetzt wieder raus. Finster ist auch. Gott sei Dank ist finster. Und wir müssen auf die Pirsch gehen. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Salz. Ich hatte gehofft, dass ich hier noch Salz finde. Weil hier gab es immer welches. Aber ich glaube, es respawnt nicht. Ne? Oder zumindest nach einer Zeit. Das könnte auch sein. Ja, ja, Luft kommt schon. Ich brauche Licht. Salz wäre halt jetzt echt schon krass. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich muss Wasser. Ich brauche Wasser. New creature discovered. Und Salz war immer ein bisschen so am Strand, ne? Bist du Salz? Normales Gestein, vermute ich, ja. Da gibt's nichts mit Salz. Nichts mit Salz. Alles Stein. Alles Stein, gar kein Salz. Scheiße. Hui, das wäre so ein Bum Bum. Da vorne ist, glaube ich, eins. Hast du Salz? Nein. Ah, das Wasser, ne? Mir kommt vor, ich habe hier immer Salz gefunden. Aber ja, wenn die Vorkommen halt nicht resetten, dann hat man halt einmal früher oder später ein Problem. Ich glaube, bei der Aurora gab es auch, oder? Ah ja, das Viech habe ich vergessen. Wow, es leckt gerade. Na, also hier gibt es tatsächlich nichts. Leider. Das hier ist vergeudete Liebesmüh. Das kann ich ganz unverblümt so sagen. Haben wir da was? Das schaut auch schon so verdächtig aus. Nö. Nee, nee. Ich hätte dich schon gern zum Futtern gehabt. Wo schwimmst du denn hin? Ja, passt. Gut. Mal ein bisschen Essen farmen, ne? Ja. Würde ich gern. Ich würde vieles gern. Au.
Jo. Das mit dem Salz kann ich getrost. Gelsack. Ah, den nehmen wir mit. Damit. Au! Damit konnte man ja was basteln. Ich muss mal ein Medikit. So. La 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 la. Jo. Seek fluid intake. Ja. Habe ich noch was zum Saufen? Oh, nein. Habe ich nicht. Vital signs stabilizing. Scheiße. Okay. Jetzt wird's Zeit. Ich muss zurück. 30 seconds. Sauerstoff, jawohl. Jo. Das mit Salz ist nicht so einfach, ne? Komm, hoch. Danke. So, nochmal runter. Was haben wir denn da? Blei. Spezialausrüstung. Zum Abbau. Ah, hier. Ja, ist egal. Ui, das bist du? Ja, da bist du normales Eisen, Eisdings da, Kalkstein, bla bla. Titanium. Da ist glaube ich, Salz. Yes! Nice, nice, da ist noch mehr Salz. Hab ich ein Glück, ich hab ein Glück. Da ist noch mehr Salz. Wie viel Platz habe ich noch? Genug. Komm her, Salz. Ich muss dann sofort heim. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir sind gerettet. So, das reicht schon mal. Zu viel Salz will ich mir jetzt auch nicht nehmen. Ich möchte noch was für später haben. So, wo ist jetzt unsere Rettungskapsel? Muss ich schauen, dass ich schnell heimkomme, damit ich noch rechtzeitig vielleicht mir da das machen kann, das Wasser. Rohrkorallen, bla bla, bräuchte ich noch, glaube ich, ne? Das ist aber eh vor unserem Zuhause. Ich hoffe, ich schaffe das noch, bevor ich verdurst. Das wäre ganz schön. Schön, wir haben angefangen, unsere Basis zu bauen. Ich habe meinen Schrank, so, jetzt könnt ihr euch nicht mehr beschweren. Es geht schon aufwärts. Schulala, schulala. Ein paar Batterien brauchen wir noch. Die Solaranlage möchte ich da noch ganz fix und schnell bauen. Vielleicht brauche ich für die Solaranlage ein Fundament, das wäre logisch. Wir werden es erleben. Und wenn wir dann Strom haben, dann können wir uns die Luftpumpe bauen. Dann hätten wir auch Sauerstoff. Jo. Läuft. Das wird schon. So, gleich sind wir da. Das Gerät ist halt echt... Dieser Seegleiter ist halt echt ein Traum. Muss man schon sagen. Sofortige noch obendrein. Mit Nachdruck. Wir sind gleich da. Ich tauche schon mal ab. Oh, was sind das hier? Ich wollte nämlich gerade sagen, wir haben eh noch Wasser gebunkert unten. Das werde ich gleich sofort nutzen, bevor wir hier elendlich verrecken. Gleich sind wir da. Weil zu essen hatte der Kerl hier eh noch genug. So, gleich haben wir es geschafft. So, lala, sind wir schon da. So, na bitte. Trinken hatten wir, glaube ich, hier. Nein, da. Ja. So. So. Und Prost. Vital signs stabilizing. Jawohl. Und dann brauchen wir hier noch, ich glaube... So, zwei, machen wir drei. So. Und jetzt gehen wir erst einmal ein bisschen kochen. Also besser gesagt, Wasser machen. So. Das Medikit können wir auch gleich wieder mitnehmen. Grüß Gott. So.
So, ich brauche da ein bisschen Wasser. Wasser. Achso, Dings muss ich herstellen. Genau, langsam. Die Chlorbleiche. Einmal, zweimal. Und ein drittes Mal. Dann, jetzt können wir Wasser herstellen. Das desinfizierte Wasser. Zweimal, genau, kriegen wir raus. Einmal, zweimal. Dann haben wir sechs. Dann können wir da eines bunkern. Und eines tue ich dann rüber zu unserem neuen Zuhause. So, und dann hier gekochter Glubscher. Wir machen ein bisschen Essen bunkern drüben. Für den Fall der Fälle. Tja. Dass wir es mal nötig haben. Da ist auch noch was. Gebökelt. Achso, na, das brauche ich nicht. Also nur ein neues Rezept. Okay, verstehe schon. Verstehe. Gut. Was haben wir da noch alles? Kupfer, bla bla bla. Das Höllenschwefel, ich werde. Nein, ich bin unentschlossen. Was brauchen wir jetzt noch für Batterien? Für Batterie? Fällt das jetzt unter. Na? Warte, wo war denn das? Hier, Elektronik. Da müsste irgendwo die Batterie-Energiezelle. Silikongummi, stimmt. Batterie hier. Kupfer und Säure, bla bla. Energiezelle. Müsste ich auch bauen. Müsste ich bauen. Tragbare Energiequelle mit hoher Kapazität. Silikongummi. Da müsste ich ein bisschen von diesen Dingens ernten. Hätte ich Platz? Eins, zwei. Ich glaube, drei hätten Platz. Da wird eh eins gebunkert. Haben wir hier Platz? Na, natürlich nicht. Was frage ich denn so blöd? Dann gehen wir mal runter. Platsch. So. Da bunkern wir wieder unser Wasser. So, ist brav. Dann. Jetzt ist die. Huch. Das wollte ich gerade nicht. Na, ich wollte ihm jetzt keinen Namen geben. Da sind wir auch voll. Nützlich zur Ablenkung von Raubtieren. Da, ob man da. Achso, ja. Da sind ja nur diese Viecher gemeint. Egal. So, Wurscht. Ich muss nochmal was trinken. So, das geht jetzt wieder für eine Zeit. Gut, wir brauchen nach wie vor einen Haufen Titan. Mit Haufen meine ich wirklich einen Haufen Titan. Und das kriege ich halt am besten in dieser Gegend scheinbar. Deshalb muss ich mich da ein bisschen umschauen. Da haben wir da so ein Steinchen. Kupfer leider nur. Dann gucken wir mal hier runter, ne? Was haben wir hier? Metallschrott, glaube ich, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man den scannen kann, man es nicht, ne? Na. Ich habe tatsächlich vergessen. 30 seconds. Ich habe tatsächlich vergessen, wie ich es hinbekomme. Haha, nichts erwischt. Glück gehabt. So. Haha, Glück gehabt. Ja. Ganz meiner Meinung. So. Klebt hier irgendwas an Erzen? Da ist was. Duck. Jawohl, Titanium. Nice, nice. So. Also das hört sich jetzt ein bisschen ungesund an, ehrlich. So. Da haben wir auch noch was. Duck. Kupfer, 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 Kupfer.
Und ein bisschen Titanium. Tralalalala. Ein bisschen Quarz. Aber nicht zu viel, würde ich sagen, oder? Normal müsste ich alles komplett beinhart, ohne Rücksicht auf Verluste, mitnehmen. Luft hätten wir eh noch genug. Duck. Damit ich sagen kann, okay, das hier habe ich fertig geerntet, aber ich habe halt so wenig Platz. Was kann ich denn mit Quarz nochmal schnell anstellen? Steht da was dabei? Na, nicht so wirklich. Oi. Haha. Wegschwimmen geht auch. So. Wegschwimmen geht auch. Noch mehr Titan. Sehr gut, sehr gut. So. Jetzt sind wir da. Ja. Haha. Nichts erwischt. So. Na, die Lampe wollte ich jetzt nicht. Die wollten nur das Messerle haben. Und schauen, ob hier noch irgendwo was gibt für uns. Oh, ja. Gut, dann gehen wir mal Luft holen inzwischen. Und blub. Wenn unser Beutel wieder voll ist, ich muss da mal schauen. So, geht's jetzt wieder? Passt. Was brauchte ich jetzt hier? Okay, das hätten wir schon. Mit Energie verwandelt verfügbares Sonnenlicht in wenig elektrische Energie um wenig. Wärmekraftwerk ist auch cool. Flutlicht. Das Glas haben wir eh liegen, das können wir auch machen. Und vor allem hier die Luftpumpe ist ganz wichtig. Das hätten wir auch. Das heißt, wir können das schon mal bauen. Das gefällt mir sehr gut. Ein Fenster wäre auch nicht schlecht, da brauchen wir nur ein Glas. Das geht. Verstärkung, da haben wir... Entschuldigung, bin ich am Mikro angestoßen. Lithium haben wir eh vor Ort. Das können wir dann eh verstärken, wenn wir das Titanium haben. Jo. Auf jeden Fall dieses Glassegment hätte ich gern. Auch mal irgendwo drin. Aber das gefällt mir auch gut, dieser Bogen. Jo. Wird ja. Es wird. So, nochmal runter. Alles Titanium, Hände hoch. Was haben wir da unten? Quarz, glaube ich, ne? Ja, den lasse ich mal. Titanium. Titanium, Titanium. Da ist was. Duck. Es ist ein Kupfer. Es ist ein Kupfer. Das ist nicht schön. Ich hätte gern Titanium. Das wäre besser. Da ist aber nichts soweit. Das Quarz lassen wir mal ein bisschen, würde ich sagen. Ich sollte auch mal öfter besser mit dem Scanner herumschwimmen. Weil ich habe bestimmt noch lange nicht alle Lebewesen hier gescannt. Das war's. Duck. Wieder Kupfer. Scheiße. Kreaturenei. Ich habe immer noch überhaupt keinen Schimmer, wofür man das braucht. So, Sauerstoff ist auch gleich wieder fällig. Und ich glaube, hier sind wir soweit durch. Da ist noch was. Ja, mein Glück. Oh, der Tasche ist voll. Na, da würde ich sagen, da schmeiße ich vorher ein Kupfer weg. Und das Titanium nehmen wir mit. Nice. Gut. Ja, ich tauche schon auf. Nicht aufregen. So. Ich würde sagen, wir bringen unsere frische Beute jetzt mal nach Hause.
Apropos scannen. Warte mal, scan, bla bla. Rettungskapsel? Na, ich hätte gern. Ah, das wird noch nicht gehen wahrscheinlich. Da brauchen wir so ein Funkdings, bla bla. Aber wir haben eh die Wolken, also den Nebel da hinten. Da, oh mein Gott, der Part ist viel zu lang geworden. Entschuldigung vielmals, ich muss sofort beenden. Falls es jetzt ein Zweiteiler wird, tut es mir sehr leid. Weil mein Renderprogramm kann nur eine gewisse Größe, Dateigröße rendern. Dafür kostet es mich nichts. Okay, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.